Landebahn können wir hier runter. Na toll. Jetzt sind wir alle tot. Wir haben ein Auto getroffen. Ja, das aber... hat uns alle Reifen zerstört und uns getötet. Es waren zwei Fuel-LKWs, die sich gegenseitig verkeilt haben. Aber eigentlich, auch so wie wir stehen geblieben sind, war da eigentlich noch ein Meter Platz. Wir sind direkt vom Ortseingangsschild von Maruko auf der Kreuzung. Okay. Der Technical kommt auch noch angefahren. Ja, das ist irgendwie so beruhigend mit zwei Fuel-Trucks, die sich ineinander verkeilen. Auf der linken Seite ist diese kleine Straße, die so zum Winkel abgeht und dann parallel läuft. Hi. Und direkt vor uns ist die eine Abzweigung nach rechts, die 90 Grad Winkel abgeht. Dazwischen sind wir. Ja. Einer der Tank-LKWs, der sich auf uns die Motorhaube aufgebockt hat, zivil, und der Technik. Gibt's hier Boote? Also. Du bist nämlich auf die Insel. Wo? Oh. Ja, der Technical rammt auch noch den LKW. Da links abbiegen. Ja, ich habe mich gerade gewundert. Dachte ich nämlich... Ah! Oh oh. Warum? 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 In seinem früheren Leben war er mal ein OFP-Bus. Nochmal. Und drüber. Jetzt ist das Quad kaputt. Sehr schön. Ich habe ein Stoppschild überfahren. Einmal bitte Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Ja. Hast, Scruffy, du hast eine Brücke, oder? Ja. Ja, hier vorne wird das klar, wenn wir ein Problem haben. Oh. Ein Stück fehlt. Ein Stück fehlt. Oh, aua. Kann ich hier überhaupt aussteigen? Also, nein. Du wirst dann halt runterfallen. Ja, du wirst dann halt. Warum haben die Brücke kaputt gemacht? Ah, das Boot da hinten. Jemand einen Raketenwerfer noch oder so? Ja. Ich lege ihn mal ins Auto. Böse werden könnte. Hilft nichts, dann steige ich halt raus. Und der Jet schießt. Crash mal nicht mit. Oh, das Auto ist hier versunken. Ja, die Autos stecken im Boden. So war das auch beim Fahren. Man hörte mal das Klong, Klong, Klong davon. Okay, am besten, also die, die keine also haben, schwimmen auf nicht die... Also, ich kann nicht aussteigen. Wuhu! Ja, der schwebt so rum. Arschbombe. Also, schwimmen! Das neben mir eingeschlagen. Riffi, geh mal ein Stück zur Seite. Platscht noch jemand. Das sieht gut aus. Ich komme! No! Habe ich den getroffen? Nein, das war aber knapp. Ja, das war ziemlich knapp, ja. Bist du schon aus dem Auto raus? Ich denke mal, das... Oh, ein Thunfisch. Das grüne Auto, was da unten noch schwimmt, das wird wahrscheinlich explodiert sein, hat die Brücke mitgerissen. Ich meine, hier war aber schon mal ein Loch. Echt, wir haben das schon so lange nicht mehr auf Lingo gespielt. Vielleicht ist das ja auch ein Easter Egg. Weil die an der aber gerade nicht richtig ging, da waren ja die Leute, die an allen flachen Stellen, also alles, was so 5 Meter nur über Wasserlevel war, die Leute komisch rumgeschwommen sind. Aber gerade als ich da so die Kante rübergefahren bin mit den Guts, dachte ich mir, jetzt bräuchtest du so einen hydraulischen Stuhl. Bauen wir uns mal so einen, Scruffy. So ein Articulated Race Seat. Die Dinger sind. Ich finde das auch dabei, oder? Hey, da vorne fährt was. Du hast doch Platz bei dir. Was? Platz? Wo? Bei Scruffy in der Wohnung für so ein Race Seat, so mit zwei hydraulischen Stangen, dass der artikuliert ist. Ja. Ich weiß, wie man die Treiber programmiert. Und die Hardware baut. Ich weiß, wie man es baut. Und ich weiß, wie unsere Missionen aussehen und sonstige Sachen, die wir bauen. Und weiß ich nicht, ob ich mich da reinsetzen wollte. Ich weiß nicht, wir machen es mit Anschneidung. Wenn ihr das alleine macht, wahrscheinlich noch eher, als wenn ich auch noch meine Finger im Spiel habe. Nein, nein, wir brauchen jetzt kreative Beratung. So. Und ich brauche ein Pflaster. Freshman, zwei ganz lange Gewindestangen und einen 2 Ampere... Stepper-Motor mit Power und Geschwindigkeit.
Erstmal hier hinter die Stadt. Am anderen Ufer. Keine Hydraulik, das ist zu laut. Warum? Wenn wir die Pumpe einfach irgendwo anders hinstellen? Ja, das ist zu groß. Da nimmst du lieber so einen guten Schrittmotor.